Heute gibt es eine Reaction zum Thema Haare und zusätzlich auch noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt das gewinnen im Wert von 1500 Euro. Also auf jeden Fall heute von Anfang bis ganz zum Schluss dranbleiben. Ich selbst habe ja vor kurzem erst meine Haare für den guten Zweck frisch abrasiert, wie man noch sehen kann. Aber die meisten Männer leiden tatsächlich im Alter von 20 Jahren schon unter Haarausfall. Und im Laufe des Lebens sind es tatsächlich 70% aller Männer, die irgendwann davon betroffen sind und unter Haarausfall leiden. Das ist krass, oder? Und darunter leidet nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern natürlich auch die Psyche und das Selbstbewusstsein. Denn das ist dann ganz unten im Keller. Und was macht man da? Man greift zum Beispiel zu bestimmten Shampoos oder zum Haarwuchsmittel. Oder man geht den Weg und macht eine Haartransplantation. Heute möchte ich mit euch aber einen alternativen Weg besprechen. Und zwar kannst du mit diesem Weg innerhalb von 2 Stunden wieder volles Haar haben, ohne operativen Eingriff. Und das ist möglich mit OC Hair Systems. Leute, diese Haartransplantation ist wirklich unfassbar krass. So Leute, das Video heißt Long Hair Transformation Haarsystem lässt seine Traumfrisur wahr werden. Also, schauen wir uns das mal an. Ich bin Pitzi, ich bin 30 Jahre alt, aus Hamburg. Stopp. Der Typ ist einfach erst 30 Jahre alt. Leute, ich habe es eben gesagt, viele Männer leiden schon früh in den 20ern unter Haarausfall. Aber das Krasse ist, wenn ich 30 Jahre alt wäre, also ich bin schon 32 und ich hätte so einen Haarausfall, eins kann ich euch sagen, ich würde 100% etwas dagegen machen. Definitiv. Teil meiner OC-Transformation. By the way, weitere Informationen zu OC Hair Systems findet ihr logischerweise natürlich auch unten in der Infobox. Krass. Also, er hat ja schon einen relativ großen Hubschrauberlandeplatz auf dem Kopf. Also, seine Glatze ist echt schon super groß. Und der Kranz, den er überhaupt noch hat, da hat er halt lange Haare. Ja, was ja eigentlich ganz, ganz nice ist, weil die meisten Leute haben dann ja auch nur sehr kurze Haare an den Seiten. Aber die wenigen Haare, die er jetzt noch auf seinem Landeplatz da hat, auf seinem Kopf, im Tonsurbereich, die werden jetzt auch noch komplett rasiert. Und die Glatze wird auch noch gewaschen. Und die Haare, die noch vorhandenen Haare, werden natürlich jetzt erstmal geschnitten. Ja, muss natürlich sein. Und das sieht jetzt an dieser Stelle so aus, als ob die Glatze so ein bisschen poliert wird. Ich vermute, dass das jetzt allerdings Klebstoff ist, denn das Haarsystem wird ja später aufgeklebt. Und aus dem Grund entfernen die auch die restlichen Haare, die halt noch auf dem Kopf vorhanden sind, damit dieses Haarsystem einfach perfekt hält. Es kann natürlich auch eine Politur sein und das ist jetzt der Kleber. Da würde ich mich jetzt nicht ganz so festlegen, aber am Ende des Tages wird auf jeden Fall die Glatze bzw. die Kopfhaut vorbereitet für das Haarsystem, damit das Haarsystem nachher am Ende des Tages ideal hält. Und jetzt wird's interessant, Leute. Also wenn man das schon sieht, dann wird einem schon anders, wenn man der Betroffene ist. Und dieses System wird jetzt tatsächlich auf die Kopfhaut aufgeklebt. Und man sieht, es ist eigentlich schon ein bisschen größer als der Part, wo keine Haare sind. Wahnsinn. Und seht ihr das, Leute? Er macht schon so. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil diese Veränderung, wenn die Haare wieder auf dem Kopf sind, das ist schon eine krasse Nummer. Ah, und hier sieht man jetzt auch, dass das System dann dementsprechend angepasst wird auf die Haare bzw. auf die Kopfform und auf die Kopfhaut. Also es wird ein bisschen zugeschnitten bzw. passend zugeschnitten. Also was das für ein Gefühl sein muss, ja, von einer Glatze auf dem Kopf zu vollem Haar wieder innerhalb von kürzester Zeit. Ah, da hat man gerade gesehen, das war noch so hochgeklappt. Hier an dieser Stelle sieht man das noch ganz schön. Das Haarsystem ist noch hochgeklappt. Ganz wichtiger Punkt auch an dieser Stelle. Für alle da draußen, die sich nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Gerade bei
solchen Systemen oder auch bei Haartransplantationen ist es enorm wichtig, dass die Haarlinie, also die Linie hier vorne am Haaransatz, dass die perfekt ist. Denn daran sieht man einfach zum Beispiel eine gute Transplantation. Und das ist natürlich enorm wichtig, auch bei so einem Haarsystem, denn das muss perfekt sitzen. Weil wenn man das sieht oder es irgendwie unnatürlich aussieht, dann sieht man direkt, okay, das gehört da irgendwie nicht hin. Deshalb ist es enorm wichtig, dass das perfekt ist. Und das ist natürlich auch das, was die Leute am Ende des Tages haben wollen. Denn diese Haarlinie macht einfach unfassbar viel aus. Wenn die Haarlinie vorhanden ist, dann wirkt man einfach direkt jünger, also vom Erscheinungsbild. Und das wird jetzt hier nochmal wahrscheinlich gesondert präpariert, weil die Jungs von OC wissen natürlich, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Nummer hier. Und dieser Moment, wo es runterklappt, klack, das ist wahrscheinlich für ihn, also seine Augen, also er starrt richtig. Also das ist, glaube ich, schon ein sehr, 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 sehr schöner Moment. Und jetzt wird wahrscheinlich das System noch so ein bisschen an die Kopfhaut gedrückt, dass es einfach nochmal besser hält. Und krass, dass sie das schon auch direkt kämmen kann. Also jetzt werden die Haare nämlich angepasst, seine echten Haare zum Haarsystem werden jetzt angepasst, damit man einfach nicht sieht, dass es da irgendwie einen Unterschied gibt. Und man kann jetzt schon sagen, also das ist, sieht aus wie das echte Haar. Also die Haarfarbe ist identisch, man erkennt gar keinen Unterschied. Krass, sie kann es auch schon föhnen, ja. Also es wird tatsächlich jetzt direkt auf ihn angepasst. Wahnsinn. Leute, das ist das, was ich eben gesagt habe. Diese Haarlinie macht einfach so viel aus. Und wenn man den Typen jetzt da stehen sieht, mit seinen 30 Jahren, mit einer vollständigen Haarlinie, mit richtig vollem, langen Haar auch, mega. Also der Unterschied ist einfach enorm. Definitiv. Definitiv. Und jetzt auch als Man-Bun gestylt, also passt zu dem Typen auch, ja, vom Look her. Also ein bisschen rougherer Typ mit einem Bart und jetzt noch ein Man-Bun. Was ich krass finde an dieser Stelle, dass man überhaupt mit so einem Haarsystem Man-Bun machen kann, wusste ich nicht, ja. Aber das ist die Chance für alle Leute, die tatsächlich unter mega krassem Haarausfall leiden und sich immer mal lange Haare gewünscht haben. Leute, ihr seht, es funktioniert. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ja. Super schöner Tag, kommt vor, man merkt es kaum, man merkt nichts, das ist das Schöne. Interessant, dass er sagt, man merkt nichts und das ist ja auch das Schöne. Man will ja auch dieses, sagen wir so, natürliche Gefühl haben, dass man einfach natürliche Haare auf dem Kopf hat. Und wenn er mit den langen Haaren, mit einem langen Haarsystem sagt, man merkt nichts, dann wird man bei kurzen Haarsystemen, also bei einer Kurzhaarfrisur, erst recht nichts merken. Sehr, sehr schön zu sehen einfach, dass er so eine schöne Veränderung hat und es ihm danach so gut geht und er vom Herzen so krass lacht. Also richtig cool. Von mir auf das erste Haare waschen und wirklich selber stylen und ausprobieren, wirklich ausprobieren. Anne ist da mit... Also sie stylt die Haare auch schon nach hinten hin, packt die richtig an zu einem Man-Bun. Also dass das hält und dass das so gut funktioniert, mega. Viel Herzblut, mit viel Liebe reingegangen. Wir haben vorher kurz gesprochen, in was in Richtung es gehen soll, aber ich habe die Kontrolle komplett abgegeben und bin überwältigt und wirklich übertroffen. Überwältigt und übertroffen, ich glaube, das trifft es an dieser Stelle auch, wenn man sich das Vorher-Nachher-Ding anschaut, also die Vorher-Nachher-Bilder, Wahnsinn. Aber hier hat er nochmal gesagt, man bespricht sich einfach nochmal mit dem Stylisten, wie man es haben möchte und er wollte, ja, wie man sehen kann, ein Man-Bun haben und es sieht Bombe aus bei ihm, Bombe. Diese Transformation, man sitzt halt wirklich zum Anfang ohne Haare da und hat danach einfach nur das Lebensgefühl und das ist halt wirklich unbeschreiblich. Und genau darauf kommt es mir auch an, Leute, auf dieses neue Lebensgefühl. Wenn ihr ein Problem habt mit euren Haaren, ja, dann sucht eine Lösung dafür. Und wenn eine Lösung ein Haarsystem ist, dann probiert es aus. Ihr habt ja keinen Nachteil dadurch. Ja? Ihr habt gar keinen Nachteil dadurch. Und wenn du dadurch ein neues Lebensgefühl bekommst, ein besseres Selbstbewusstsein bekommst, Leute, das kann ich nochmal unterstreichen, dann macht sowas.
Die Lösung für volles Haar, OC Hair Systems. Ihr wisst jetzt Bescheid. Und jetzt kommt nochmal der Aufruf zum Gewinnspiel. So Leute, und das Geilste kommt jetzt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, so eine Haartransformation im Wert von 1500 Euro bei OC Hair Systems zu gewinnen. Alle Informationen zum Gewinnspiel bzw. zur Bewerbung findet ihr unten in der Infobox. Und das Geile an der Nummer ist folgendes. Ich freue mich da schon riesig drauf. Nicht nur, weil ich persönlich als Styleberater mit dabei sein werde und es auch noch ein neues Outfit gibt, sondern weil ich weiß, dass die Person, die diese Transformation gewinnt, mit einem neuen Lebensgefühl durch die Welt läuft. Und genau darauf kommt es mir am Ende des Tages auch an. Also, falls du jemanden kennst, der unter Haarausfall leidet und der Bock auf eine Veränderung hat und dem man eine riesengroße Freude machen könnte mit so einer Transformation, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da die richtige Person ausloben können und jemanden wirklich eine riesengroße Freude machen können. Ich bin auch auf eure Kommentare gespannt und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.